Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen Minecraft Core. Natürlich, machen wir weiter. In der Folge von gestern haben wir ja angefangen, hier sind Level. Ach, von dem Nachpflanzen hier, natürlich, von dem Nachzüchten. Okay, also wir haben in der letzten Folge angefangen, eine neue Mobfarm zu kreieren. Das ist dieses Ding. Warte mal, wir machen, glaube ich, mal einen neuen Setzpunkt, genau, einen neuen Entry Point. So, wir haben in der letzten Folge angefangen, mit dem Killer Joe zu arbeiten und haben natürlich halt auch mit dem Vet oder der Vet, der, dem, die, do, wie auch immer, gearbeitet und haben angefangen damit. Hä? Was tut es? Bist du doof? Ach, Leute, ist doch nicht, der wird gefüttert. Ohne Witz. Wie krass ist der denn drauf? Alter, wie krass ist der denn drauf? Okay, das heißt, warte mal, wir können ja hier einmal die Entladung nach oben machen. Push. Push hat er gesagt, push. Okay, so, pass auf. Wir haben, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, wir machen hier ein bisschen, eine kleinere Mobfarm, haben wir gesagt. Und so, das ist Input. Und müssen damit einfach mal klarkommen, dass wir hier entsprechend wenig Platz haben. Das bauen wir auch noch ein, weil wir brauchen ja noch ein bisschen was anderes. So, und da habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass der oder die ein oder andere von euch tatsächlich überrascht ist und gefragt ist, was denn gerne gemacht würde, beziehungsweise was gerne mal gesehen werden würde, denn es hat noch keiner so wirklich, so habe ich das gelesen, so habe ich es verstanden, mit dem der Vet gearbeitet tatsächlich. Von daher werden wir das natürlich ein bisschen auskosten, ein bisschen genießen, dass ich vielleicht mal etwas baue, was man so schnell eben halt noch nicht gesehen hat oder so häufig noch nicht gesehen hat. Deswegen baue ich das Ganze da mal auf, so, und kann hoffentlich noch ein bisschen was erklären, was sozusagen noch keiner weiß. Jetzt bin ich einmal zu weit gegangen, so weit wollte ich gar nicht gehen, denn wir haben ja mittlerweile auch das ME-System in die Haupthalle hier gesetzt. Und deswegen reicht es ja auch, wenn wir hier hingehen, sozusagen. So, pass auf, wir brauchen ein bisschen Konduits. Und zwar brauchen wir Strom. Wir brauchen Fluid. Wir brauchen Items. Wir brauchen was brauchen wir denn noch? Spawner haben wir schon. Schüssel brauchen wir auch nicht. Darkglass brauchen wir auch nicht mehr. Den Dagger haben wir noch. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen nicht Void, sondern wie heißt es denn? Ich komme nicht auf den Namen. Verdammt. ich komme nicht drauf. Applied Energistics. Das ist auf jeden Fall von Applied Energistics. Chest brauchen wir. Vakuum. Da. Mit einem C. Okay. Das heißt, wir brauchen eine Vacuum Chest. Dafür brauchen wir, was brauchen wir denn dafür? Ein Pulsating Crystal. Den können wir mal schnell per Hand machen. So. Dann haben wir eine Vacuum Chest. Die soll ja auch ein paar Items einsammeln. Und wir brauchen die XP Vacuum. Dafür müssen wir natürlich erst nochmal, Energetic Alloy. Wir haben kein Energetic. Tatsächlich, wir haben keine Energetik. Das müssen wir natürlich erst nochmal bauen. Und dann brauchen wir auf dem Wege noch einen weiteren Pulsating Crystal. Haben wir. So, dann können wir nämlich sagen, wir machen dieses Ding und haben jetzt noch eine Vacuum XP. Yes, ma'am. Und dann können wir nämlich reingehen und können das ganze Ding einmal zusammenstoßen. Oder stößeln oder wie auch immer man sowas nennt. So, du kommst dahin. Dann haben wir nämlich das schon mal. So, wir müssten, ach scheiße, wir brauchen noch einen Eimer XP, sozusagen. Kann ich dem nichts geben? Nee, ne? Okay, da sammelt er ein, das ist schon mal sehr cool. Reicht das? Das reicht nicht. Okay, pass auf, dann machen wir einmal full.
Dann soll er hier alles einsammeln und er ist wahrscheinlich auch nicht anders. Ja, okay. Alles klar. Dann können wir das nämlich einmal so zusammenschustern, sozusagen. Dann würde ich tatsächlich, das Ganze einmal schön verstecken wollen. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Komme ich da so dran? Nee, ne? Komme ich nicht. Komme ich nicht. Oh. Verdammt, ich komme da nicht dran. Schon scheiße. Auf gut Deutsch. Um das mal so auszudrücken, so ganz dezent. Warte mal, können wir das vielleicht aber so machen? Doch, das wäre natürlich noch eine Maßnahme. Machen wir das so. Dann muss es halt so sein. Dann kommen wir da eben nicht drum herum. Dann müssen wir das eben halt einfach nur sehen. Weil ich muss es ja konfigurieren. Und da habe ich hier Always Active Extract. Wir wollen ja nur raus. Wir wollen ja nicht inserten. Dazu können wir das ganze Ding dann so einmal hier oben anschließen. Du machst mal gar nichts und bei dir geht's nur rein. Sehr geil. So, das gleiche machen wir natürlich auch mit den Items. Die Items sagen wir hier nicht. Da sagen wir always active mit dem Extracten. Und das Schöne ist ja mit den Kabeln, die können wir jetzt zusammenschließen. Du machst nichts und hier geht's auch nur rein. Warte mal, da müssten wir ja eigentlich hier noch einen Filter reinbauen. Denn wenn er nämlich hier anfängt, die Mob-Drops zu... macht das Solium Dagger nur die Chunks oder macht er auch andere Sachen? Aber ich muss ja auch ihm hier noch irgendwoher sagen. Item. Wo ist die Wrench? Geht die auch? Nee, die geht nicht. Mann, verdammt. Die geht nicht. Okay. So, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Dann ist das auf jeden Fall die falsche Wrench. Hallo? Spinnst du? Habe ich gesagt, dass du da rein sollst? Nee, ne? Habe ich nicht. So, pass auf. Dann brauchen wir hier nochmal... Wo ist die Wrench? Da. Diese Wrench braucht man doch. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch eine Chest. Eine Chest, um zwischenzuspeichern. Die brauche ich. Was brauchte ich noch? Ich hatte es eher im Kopf gehabt. Was brauchte ich noch? Freunde, was brauchte ich noch? Ein Filter. Filter. So, pass auf, dann haben wir hier einen Basic-Filter. Da können wir, glaube ich, zwei von machen. Denn wir brauchen einen negativen und einen positiven Filter. So, das heißt, wir haben auf diesem Wege den Blacklist-Filter. Diesen Blacklist-Filter, dann... Oh, scheiße. Nein. Da wollte ich doch hin. Und zwar brauchen wir hier nochmal Rotten Flash. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal Zucker. Dann können wir hier einmal rein. So, dann können wir nämlich sagen, wir machen hier einen Negativfilter mit Rotten Flash. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Dann können wir da. So, dann können wir nämlich hier einmal sagen, wir bauen dich mal ab. Und setzen dich einfach nochmal neu. So, pass auf, dann machen wir nämlich hier Insert. Haben wir schon die, war das hier die Liste? Nein, das war der falsche. Dann gehörst du hier rein. Weil du hast nämlich eine Blacklist. Okay, dann können wir nämlich hier mit dem Inserten eine Whitelist machen mit dem Gedöns. So, dann hätten wir das nämlich auch. Dann kannst du nämlich rein
und du kannst weiter produzieren. Okay, das hätten wir auch. Jawohl. Okay, das hätten wir auch. Dann kann das nämlich rein. Dann, da haben wir raus. Trennen wir das einmal. Wir brauchen hier nichts anderes als eine Kiste. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier überlegen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man so diese großen Live-Bauten macht, ohne sie vorher einmal auszuprobieren. Das ist halt immer so ein bisschen blöd. Blöd. Painted Glowstone. Ich brauche Conduit-Fassaden. Haben wir Conduit hier noch? Conduit. Hammer. Okay, das heißt, du kannst hierin, dann können wir nämlich einmal Stein machen. Das sollte erstmal reichen. Hallo? Da. Das sollte erstmal reichen. Dann kannst du nämlich durchlaufen. Dann würde ich auf blauen Dunst und Biegen und Brechen hier wieder zurückgehen. Dann können wir nämlich sagen, wir verstecken einmal die Kabels und Leitungen. So. Dann kann hier nämlich einfach mal die Kiste hervor. Da gehen wir rein. Wir gehen hier nur rein, ne? Genau, dann kommen hier die Sodiumdecker rein. Jetzt ist die Frage, man kann ja über einen Level-Emitter sagen, ich möchte gern so und so viel von dem hier immer drin haben. Das heißt, er sollte es automatisch craften. Ich muss mir damit nochmal auseinandersetzen, wie man das mit einem Level-Emitter macht, dass man sagt, ich habe immer 3x9 oder was sind das, ne? 4, 8, 9, 3x9, genau. Dass ich da halt immer sage, ich habe immer die Kiste voll mit diesen Sodiumdecker, so dass die nie alle werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich muss den Wert auch immer wieder füttern mit Rotten Flesh und Zucker. Dem habe ich ja schon gesagt, wenn der hier killt und ich habe hier Rotten Flesh drin, dann soll das automatisch hier vorgehalten werden, dass es hier reingeht. Das ist der nächste Punkt. Das hätten wir. So, pass auf, dann können wir nämlich sagen, wir schließen den mit Strom an und können hier eigentlich dann dicht machen. Das ist der eine Punkt. Always active. Insert. Okay, so. Was ich noch machen könnte auf dem Wege, habe ich dir, ich wollte gerade sagen, was ich noch machen könnte auf dem Wege, wäre, wenn ich jetzt einen Redstone-Schalter dran baue, dann muss das doch eigentlich ausgehen, oder? So ganz banal. Also wenn ich es mal ausmachen möchte. Warte, ich mache das jetzt einfach erstmal und sage, ich klatsch den jetzt hier dran. Always active und wir haben Strom. Wieso? Ein Cent? Ich möchte nichts versenden. Ich möchte nur Strom haben. Nichts anderes, ey. Hä? Warum machst du nix? Lol, natürlich. Natürlich, weil was fehlt. Klar, ich habe den ja auch nur so zusammengebaut, offscreen, und habe natürlich nichts weiter gesagt, sondern wir brauchen natürlich noch einen Capacitor. So, da kriegen wir den auch noch, kommen. Wir machen aber ganz schnell einen Capacitor und den knallen wir natürlich mit da rein. Advanced Energy Tube. Okay. So, dann haben wir den nämlich auch und dann können wir endlich mal sagen, wir spawnen dieses Ding. Da müssen wir nur noch gucken. Da. Spawn Zombie. So. Dann können wir nämlich gucken, dass wir sagen. Genau. So. Dann knallen wir den Sodium Dagger hier rein. Ach Leute, wir brauchen ja auch noch Sprit. Fluid. Na klar. Ohne Sprit kein. Hättest du die Güte?
Fluid. So, danke. Was ist das? Fluid. Können hier raus, das brauchen wir nicht. Und dann gehen wir nämlich hier oben an den Tank, nichts anderes. Und dann machen wir Always Active. Er kriegt Saft und schon fängt er an zu schlagen. Saugeil, oder? Nette Idee, auf jeden Fall, um das Ganze zu machen. Man könnte es vielleicht auch noch sparen, indem ich nur einen Dimensional Transceiver dafür verwende, dass ich den da oben mit anstupse. So, das heißt, wir sammeln, im Moment noch gar kein XP, wir sammeln hier, ach, guck mal, Rotten Flash. Hey! Hä? Doof? Always Active Extract. Achso, er ist natürlich noch voll. 64, okay. Das heißt, wenn er sich aufgebraucht hat, dann zieht er sich automatisch hier die Dingens raus. Okay, das ist schon mal nice. Aber ich glaube, wir haben die Hütte zu klein gebaut. Wir müssen noch einen nach hinten. Wir sind zu weit vorne. Dementsprechend spawnen die Viecher auch hier draußen. Das ist natürlich Shit. Nichts gut. Okay, alles klar. Aber das ist schon mal eine Maßnahme. Das ist schon mal ganz okay. So, dann haben wir da zumindest, was das betrifft, den Fort. Und wir haben Experience Chunks. Sehr cool. Das geht. Wir haben Zombie Chunks. Das ist auch geil. Okay, das heißt, ich muss jetzt nur noch zusehen, dass ich auf der anderen Seite der Welt sage, wir brauchen noch anderes Zeug. Das heißt, ich müsste vielleicht sogar auch noch zusehen, dass wir hier eine andere Kiste machen, mit der ich zur Not des Rotten Flesh nochmal zwischenlagere. Das wäre natürlich auch noch ein Thema. Und ich muss die XP-Farm zum Laufen kriegen, damit er auch das XP einsammelt. Und damit das XP hier nicht kaputt geht. Ganz einfach. Gut, das wäre die Geschichte. Dann haben wir zumindest schon mal hier die Mob-Farm. Das sieht auch schon mal nicht ganz uncool aus. Und wir können dann sagen, die ersten Chunks können geladen werden. Okay, das heißt, die Chunks würde ich, glaube ich, sogar noch, das können wir in der nächsten Folge nochmal machen, weil ich bin da gerade so ein bisschen am Vorproduzieren, können wir, glaube ich, sogar auch in Dingens auslagern. Ne? Das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Dann hätten wir es gleich hier. Ja, natürlich. Das machen wir. Das machen wir volle Kanone. Wir lagern das aus. Das heißt, ich baue den hier erst nochmal ab. Den setze ich einen nach hinten weiter. Ist auch okay. Damit kann ich leben, damit hier diese ein, zwei Mobs, die hier gespawnt werden, nicht hier draußen spawnen. Okay, das ist schon mal eine Maßnahme. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Wenn ihr abonniert, wenn ihr noch keine Abonnenten seid und ihr abonniert diesen Kanal, wo ich überaus dankbar drüber wäre, ich versuche es mal auf dieser Tour, dann bitte auch die Glocke mit aktivieren, damit ihr dann auch eine Erinnerung bekommt, wenn ein neues Video veröffentlicht wird hier auf YouTube. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Let's go.